Hallöchen Leute und willkommen zu F1 2018. Heute geht es erstmals auf die Strecke nach Frankreich, auf Paul Ricard in Le Castellet. Und es ist eigentlich eine Strecke, die als Teststrecke erdacht war. Deswegen auch so unfassbar breit. Deswegen auch mit den unzähligen blauen Bremsspuren. Und hier sehen wir auch unter anderem, wie viele verschiedene Streckenvariationen es gibt. Ja, es gibt enorm viele. Und hier seht ihr wahrscheinlich eine Streckengrafik. Vielleicht die offizielle im Spiel, vielleicht eine eigene. Ich muss da, wie gesagt, wie auch schon im Hockenheim-Gameplay angesprochen, mal schauen, ob man das denn zeigen darf. Oder ob es wie bei F1 2017 ist, dass das offizielle Grafiken sind, die man dann eher im Spiel nicht zeigen sollte, weil sonst die FOM denkt, hey, das ist ein offizielles Video von uns, was es eigentlich nicht ist. Naja, wie dem auch sei, ich freue mich extrem auf die Strecke. Es ist aber auch eine Strecke, die ich hier zum ersten Mal fahre im Spiel. Also nicht innerhalb des Spiels, aber das ist das erste Spiel, in dem ich diese Strecke jetzt fahre. Deswegen bin ich ordentlich off-pace und es gab zwei Möglichkeiten, wie es ein spannendes und schönes Rennen sein wird. Entweder ich stelle die KI runter und fahre dann entsprechend vorne mit. Die 1.29er Zeiten kann ich nämlich nicht mitgehen mit meiner geringen Erfahrung auf der Strecke. Oder, und das habe ich gemacht, wir gucken uns mal die KI an. Wie funktioniert sie im Zweikampf und starten ganz hinten, damit wir mal gucken, wie die sich denn so verhält. Das finde ich, glaube ich, auch ganz interessant für so ein separates Gameplay. Und wir schauen mal auf die Startaufstellung. Ganz vorne haben wir nämlich Sebastian Vettel vor Hamilton, Raikkonen und Ricciardo. Verstappen dann vor Nico Hülkenberg und Carlos Sainz. Fernando Alonso startet vor Sergio Perez, Kevin Magnussen und dahinter die zwei die zwei Lokalmatadore. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und auch Gasly, ich glaube, der war auf 14 Lokalmatadore. Sehr viele französische Piloten mittlerweile. Und ganz hinten starten wir, wie schon angesprochen. Und ich würde sagen, bevor wir dann auch mal richtig hier ins Rennen starten, gucken wir uns einfach mal eine schnelle Runde hier an. In Anführungszeichen mal jetzt schnell. Beziehungsweise halt einfach mal eine Quali, eine leere Runde. Und wir befinden uns nun auf der Strecke hier in Paul Ricard, beschleunigen hier aus der letzten Rechtskurve raus, ab auf die Startzielgerade. Das DRS ist geöffnet, dann lasst ihr euch ganz weit nach rechts tragen, denn es folgt eine Links-Rechts-Passage und die ist sehr, sehr schnell, aber ihr solltet unbedingt aufpassen. Die Rechtskurve hier macht zu, verleitet dazu ein wenig die Strecke zu extenden und ebenso macht auch die jetzige Rechtskurve hier zu. Die mündet dann in eine Linkskurve, eine sehr langgezogene Linkskurve und die mündet dann wiederum in eine Rechtskurve, die ebenfalls wieder zumacht. Ihr merkt, ich wiederhole mich ein bisschen und hier die langgezogene Rechtskurve, da müsst ihr abpassen, wann ihr wirklich voll aufs Gas treten könnt, damit ihr da auch nicht zu weit rauskommt. Insgesamt wirklich eine sehr komplexe Strecke hier. Dann folgt ein langes Geradeausstück. Ihr bremst etwa beim 100-Meter-Schnitt, lasst euch hier nicht allzu sehr irritieren, erwischt links den Curb und rechts perfektioniert ihr hier idealerweise dann natürlich die Schikane, was mir hier wahrscheinlich absolut noch nicht gelungen ist. Aber trotzdem, wir holen ein bisschen Zeit raus im Vergleich zu unserer bisherigen persönlichen Bestzeit. Dann kommt die 320 km/h Rechtskurve. Wunderschöne Kurve meiner Meinung nach und jetzt eine weitere sehr schnelle Rechtskurve. Ihr könnt hier noch viel mehr von der Streckenbreite nutzen. Ich komme hier trotzdem einigermaßen gut durch und jetzt eine recht uneinsichtige Linkskurve. Ich habe es hier einigermaßen gut angepasst, wann ich wieder aufs Gas gehen kann. Das war in der Runde doch ganz okay. Und jetzt nochmal die langgezogene Linkskurve, ehe es dann in die absolut letzte Rechtskurve hier geht. Und da solltet ihr natürlich wieder sehr viel Schwung mitnehmen auf die Startziel. Keine optimale Runde. Wie gesagt, das ist eine neue Strecke. Ich tue mich noch ein bisschen schwer mit der, aber es war immerhin mal eine Runde und sie reicht für P8 in der globalen Bestenliste, auch wenn das vor Release noch nichts heißt. So, und nun viel Spaß beim Rennen. So, und ich gucke nochmal ganz kurz auf die Strategie. Da gehe ich mal ordentlich mit dem Sprit hoch. Mittlerweile habe ich auch meine Tasten etwas umbelegt, was etwas ungewohnt ist, aber dafür kann ich jetzt das ERS und das Benzingemisch direkt am Lenkrad managen, was eine coole Sache ist, denn das kannst du halt on the fly machen beim Fahren. Ansonsten ist es immer so ein bisschen hakelig, wenn du nach oben und nach unten möchtest, um separat ERS und Motor zu managen. Zum ERS gibt es dann auch ein passendes Tutorial in der Beschreibung. Alle Playlists, die es dann auch geben wird in Zukunft oder geben könnte. Und da findet ihr dementsprechend auch die Guide- und Tutorial-Playlist, wo das natürlich dann drunter fällt. Und auch sowas wie Streckenguides und so weiter und so fort wird da vorhanden sein. Gut, legen wir los. Es gibt keine Einführungsrunde, beziehungsweise habe ich keine eingestellt. Und es wird direkt gekuppelt. Natürlich bin ich hier schon einige Proberunden gefahren, aber nicht so wirklich.
beziehungsweise ist die Strecke halt super fordernd und demnach musst du viel, viel mehr als ein paar Proberunden fahren, damit du sie wirklich super beherrschst. Ich glaube trotzdem, so ein bisschen mal zu präsentieren, wie die Strecke funktioniert, reicht's. So, hier hat es mal gekracht zwischen, ich glaube, Ocon und Gasly. Ich würde die Streckencharakteristik auch als etwas untypisch bezeichnen, denn du hast wie in Indien, wer sich an die Strecke noch erinnert, sehr viele Kurven, die zumachen. Oh mein Gott, und jetzt wird es hier richtig eng. Boah. Oh, und da fährt mir Marcus Ericsson voll in die Kiste gerade. Mensch, du siehst doch, dass hier ein Dreikampf ist. Gedulde dich. Oh, jetzt kommt die 320 km/h-Kurve. Hartley stört nochmal kurz aus. Im Proberennen bin ich aber auch schon mal mit der KI da durchgefahren. Das funktioniert. So, und hier innen schön vorbei. Also nicht nur auf der Geraden ist der Mercedes hier überlegen. Das weiß ich natürlich, dass das jetzt ein überlegenes Auto ist und dass ich eigentlich problemlos auf die 6 vorfahren müsste. Wie gesagt, weil ich die Strecke nicht so gut kenne, wird das wahrscheinlich eher eine Position hinter P6. Aber gucken wir mal. Ja, also die KI deutlich aggressiver geworden. Man merkt's. Schreckt auch nicht davor zurück, mal zu dritt durch eine Kurve zu gehen und zu sagen, hey Spieler, du bist ganz außen, du bist mit 90% deines Autos neben der Strecke, jetzt bitte gedulde du dich mal. Muss aber auch sagen, teilweise hat sie immer noch ihre Schwächen, so ein bisschen F1 2016-esque, denn ich bin vorhin noch mal ein Rennen gefahren, wo die KI mir komplett hinten drauf gefahren ist beim Start. Ja, einfach ganz plump, so wie man es aus F1 2016 kennt. Gut, und hier hat Sirotkin, nee, Stroll war's, nicht so wirklich registrieren wollen, dass ich innen bin. Ja, und beim Start ist ihm einfach komplett hinten aufs Auto gefahren, hat mich gedreht und dann war das Rennen ganz schnell vorbei. Sowas nehme ich natürlich jetzt nicht in die Gameplays mit rein, da möchte ich ja schon ein cooles Rennen mal präsentieren, damit ihr auch was vom Spiel seht. So, und vor uns Charles Leclerc. Es ist interessant, wie enorm viele gute französische Fahrer es gibt. Wenn man Jules Bianchi auch noch mit dazu nimmt, dann hat man 4 französische Piloten, die in den letzten Jahren jetzt richtig, richtig aufgeblüht sind. Mit Joyric wären sogar 5. Und ich erinnere mich da noch an die Zeit, als es, glaube ich, gar keinen französischen Piloten mehr gab. Ich glaube, irgendwie Panis, dann gab es eine Weile lang etwas Stille, aber ja, da war es noch so, dass unter anderem RTL die Formel 1 auch so ein bisschen als Formel Deutsch betitelt hat. Fand ich ein bisschen befremdlich, aber ja, es waren glaube ich 5 oder 6 Fahrer zwischenzeitlich aus Deutschland dabei, was natürlich sehr heftig war. Timo Glock, Adrian Sutil, Nico Hülkenberg natürlich, der fährt immer noch genau wie Sebastian Vettel, Nico Rosberg, der jetzt mittlerweile seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, und ich glaube, es sind im Moment nur 2 deutsche Piloten am Start. Ja, so wandelt sich eben die Formel 1, im Wandel der Zeit halt. Mal gucken, wie sich das in Zukunft verändert. Ja, und um nochmal auf die KI zu sprechen zu kommen, die ist, wie gesagt, stellenweise sehr viel aggressiver, was größtenteils super ist. Teilweise ein bisschen Panne. Aber was halt auch mit der KI mittlerweile ganz gut funktioniert stellenweise, ist, dass sie beim überrundet werden. Oh, eieiei, Gasly, was für ein Manöver hier. Oh mein Gott. Das ist so der Zwiespalt zwischen, fahre ich jetzt die Kurve richtig oder gucke ich lieber beim Zweikampf zu. Hat hier Stoffel van Dorn einfach mega alt aussehen lassen. Now we can fight, hat er vielleicht auch schon ein bisschen ins Mikro gebrüllt. Ja, also die blauen Flaggen funktionieren mittlerweile stellenweise echt gut. Ich hatte Qualifyings, wo die KI mir wirklich, wirklich sehr zuvorkommend Platz gemacht hat. Vor der Sachskurve zum Beispiel komplett nach links gezogen und gewartet, bis ich vorbei bin. Teilweise sind die aber auch immer noch Panne. Also
es hat sich, würde ich sagen, verbessert. Insgesamt doch ein guter Evolutionsschritt alles zu F1 2017, was die KI angeht. Aber teilweise ist sie dann doch ein bisschen blöd, die KI. Ich würde aber trotzdem sagen, so ein bisschen näher am Optimum dran als noch der Vorgänger. Da war die KI eventuell noch ein bisschen zu zahm in Zweikämpfen. Hier ist sie vielleicht hier und da ein Schritt zu aggressiv, aber trotzdem, ist noch Laune. Kann ja auch noch beim ersten Patch ein bisschen was verbessert werden und auch so in F1 2017 wurde im Laufe des Spielezyklus, des Spielelebenszyklus auch ein bisschen was angepasst bei der KI. Also auch das könnte sich natürlich noch ein bisschen ändern. Bei F1 2018 auch noch nach Release und Grosjean probiert es hier auch nochmal gegen Alonso. Kein Respekt vor dem zweifachen Weltmeister gezeigt und hat sich hier hammermäßig durchgesetzt. Wir können ebenfalls davon profitieren. Der Nutznießer der Aktion. Und ich sehe schon Red Bull tatsächlich, ne? Der ist sogar noch hinter einem Renault. So, die ersten kommen an die Box. Die Boxeneinfahrt ist hier total Panne. Und die Boxenausfahrt auch. Es wundert mich, dass es da in der F1, in der echten F1 nicht gekracht hat. So, ich spare jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen ERS. Ein ausführliches Tutorial dazu wird es, wie gesagt, auch geben. In der Beschreibung verlinke ich euch dann gerne die Guide- und Tutorial-Playlist. Dort findet ihr dann viele Ausführungen zu unterschiedlichsten Sachen, die es im Spiel gibt, wozu man vielleicht mal eine Erläuterung brauchen könnte. Und auch hier lässt mir Grosjean hier ganz guten Platz tatsächlich. Und Alonso probiert so wie ich zuvor neben der Strecke fast schon. Es ist Wahnsinn, wie spät man hier bremsen kann, ne? Perez und Ocon waren hier im Zweikampf. Das Ganze geht nicht so gut aus für Ocon. Der wird hier nämlich unter Druck gesetzt von einem Mercedes. Der Mercedes sind wir. Okay, der Teamkollege war schon an der Box. Ich könnte jetzt natürlich auch noch einen Undercut-Versuch machen. Ja, gesagt, getan. Machen wir es doch einfach. Okay, Perez kommt ebenfalls an die Box. So. Da habt ihr es gesehen. Das war sehr chaotisch. So, jetzt der Sound. Mittlerweile echt schön, wie die Schlagbohrer klingen. So, und viele Leute kommen an die Box. Die Animation wurde leider nicht angepasst, wie die Autos an die Box einbiegen. Oh, wir kommen sogar noch vor Perez raus, oder wie? Geile Sache. So, und jetzt wisst ihr gleich auch, warum ich die Boxenausfahrt für enorm gefährlich halte. Gasly ist hier vorbeigedüst. Ja, denn du kommst direkt auf der Ideallinie wieder raus. Da muss man enorm aufpassen. Und ich hoffe, ich tue das auch, wenn gleich die nächsten Autos aus der Box kommen. Oh, fühle mich so ein bisschen unwohl gerade mit den Reifen. Insbesondere sehr ungewohnt, dass man nicht mehr im Zweikampf steckt. Fahrer vor mir. Ach stimmt, ich habe ja Jeff gemutet, damit auch Heiko Wasser gemutet wird. Eine kleine Sache für Let's Player am relevantesten dann doch eher. Du kannst Funkdialoge und Dialoge, also Kommentatoren und Dialoge in der Story quasi, nicht voneinander trennen. Das heißt, wenn du quasi möchtest, dass Heiko Wasser nicht deine Anmoderation macht, sondern du selbst, so wie ich das halt mache, musst du auch auf Jeff verzichten oder vor jedem Rennen das umstellen. Und es war mir in dem Rennen noch ein bisschen zu blöd. Und ich wollte ja einfach mal ein bisschen Minimal Talking betreiben, so wie es Bottas auch mal ganz gerne hat. Aber wir kommen ganz gut ran an Pierre Gasly, würde ich jetzt mal behaupten. Die A-Linie vollkommen verpasst. So,
So, Überholmodus aktiviert. Ja, genau. So eng kann es da werden. Hamilton durch den Undercut vor den beiden Ferrari. Ich bin immer noch nicht im DRS-Fenster. Ich würde mal behaupten, jetzt sind wir bei unter einer Sekunde. Stimmt nicht ganz. Ein bisschen weit rausgekommen. Da gab es auch eine Verwarnung. Charlie guckt mir auf die Finger. So, sauber. Jetzt sind wir dran. DRS ist geöffnet. Wir sind dran an Pierre Gasly. Höchst aggressiv. Vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben, aber ich wollte da jetzt unbedingt vorbei. Ich hätte mir auch noch eine gerade Zeit lassen können. Hätte ich hier ein schönes Überholmanöver starten können, aber wir müssen noch Magnussen erwischen, damit es in die Punkteränge geht. Eine 1:33,5. Ich glaube, ich bin mittlerweile einigermaßen sogar dran an der Pace. Vielleicht noch eine Sekunde langsamer oder so als die Spitzenleute. Ich weiß, es ist noch recht viel, aber wie gesagt, es ist eine neue Strecke, komplett ungewohnt. Auch eine sehr anspruchsvolle Strecke auch. So, zwei Leute waren an der Box, ein McLaren und ein Toro Rosso, Hartley ist drin, sowie Stoffel van Dorn, die sind auf Supersofts gestartet. Heißt, sie haben jetzt etwas schnellere Reifen. Ah, Mist. Immer ein bisschen weit raus, immer. Hohoho! Eieiei, dicker Quersteher. Gefährlich, gefährlich. Und wenn hinter mir nicht ein Honda-betriebenes Fahrzeug wäre, bin ich mir sicher, wäre das jetzt echt kritisch geworden. Mittlerweile ist ein Ferrari an Hamilton vorbei. Möglich, dass sich der Undercut doch nicht so gelohnt hat. Jetzt kommen wir 2 Sekunden zu Magnussen. Gelbe Flaggen. Oh, und Verstappen wird langsam. Oh, Magnussen aber auch. Eieiei.
Ja, das kennt man mittlerweile. Renault bzw. Red Bull primär und ihre Problemchen mit der Zuverlässigkeit. Dadurch sind wir jetzt direkt dran an Magnussen. Aber Verstappen hat kein Problem mit dem Motor, glaube ich. Der fährt da noch weiter. Das sieht man links auf der Minimap. Mittlerweile sind die ganzen Teams ja unterschiedlich farblich markiert. Gut, Verstappen erkennt man anhand des gelben Streckenbereichs. Kommen wir nochmal an Sainz ran. Sekunden. Alles Klärchen. Erstmal wird Magnussen ein bisschen aggressiver. Eieieiei. Mache ich auch mal den Ricardo. Oh, Hamilton! Was ist denn jetzt passiert? Hamilton ist raus. Wo? Ich sehe ihn nirgends auf der Strecke. Ich sehe einfach nur das... Ah, wahrscheinlich Verstappen aufs Auto draufgefahren. Ja, manchmal reagiert die KI nicht so intelligent. Wie gesagt... Oh, da ist der nächste langsam. Ein Sauber. Ja, Marcus Ericsson raus, das Favoritensterben beginnt. Und Sebastian Vettel muss an die Box. Eieieiei. Ja, eine Aufholjagd zu P5. Immerhin. Günstig durch etliche Vorkommnisse jetzt mittlerweile, aber ja, trotzdem, wir haben sehr schöne Zweikämpfe gesehen und einen erleben wir vielleicht noch. Der nächste ist langsam, das darf doch nicht wahr sein. Wer ist das denn? Ach nee, das war der Sauber, der da steht. Ich dachte schon, es sei einer der Renault-Jungs. Okay, Leute. Sehr schön. Es geht... gleich in die letzte Runde und wir sind bald dabei. Sainz aus seinem Windschattenfenster und seinem DRS-Fenster aus attackieren zu können. Gefährlich. Der Körper eigentlich immer sehr wohlwollend. In dieser Runde hat ihn meine Anwesenheit ein bisschen gestört. P9
Pink unterlegt, der erste Sektor Zeit. Halleluja, jetzt gibt es sogar mal einen schnellsten Sektor von mir. Was ist los? Ja, plötzlich passt es mit der Strecke, oder was? So, das gesamte ERS verbraten. Hier beim Bremsen bekommen wir eh noch welches zurück. Wir können es direkt wieder verbraten hier. Eieiei, das wird echt kritisch hier mit Sainz. Und ja, bis jetzt in beiden Gameplay-Videos zu den Strecken in Hockenheim und jetzt in Paul Ricard hat es Hülkenberg wohl aufs Podium geschafft. Ja, aber wir kommen ran an Sainz, aber so wirklich eine Chance gab es nicht und ich werde hier nicht die Brechstange auspacken, nur damit wir einen Platz weiter vorne ins Ziel kommen. Das ist es mir nicht wert, dann doch lieber ein schönes Finish. Dass dieses Rennen auch verdient. Ja, schöne Sache, hat viel Spaß gemacht, diese Aufholjagd. Und wir konnten auch mal ein bisschen beobachten, wie die KI so drauf ist. Um es kurz zusammenzufassen, insgesamt deutlich aggressiver. Einige sehr, sehr geile Szenen mit dabei. Teilweise vielleicht ein bisschen zu aggressiv. Das gilt aber auch wahrscheinlich für mich in diesem Rennen. Ja, aber ansonsten sehr schön. Es macht enorm viel Laune, gegen die KI hier zu rasen. Und ich glaube, das kann in der Karriere auch echt nett werden. Sollte es aber wirklich sowas geben, wo die KI dir einfach plump hinten drauf fährt. Wie gesagt, das hatte ich auch immer auf dem Hockenheimring einmal. Dann werde ich definitiv an einen Neustart des Rennens denken, weil das wäre mir ein bisschen zu blöd. Ja, Nico Hülkenberg auf Platz 3. Geile Sache. Der zweite Podiumsplatz im zweiten von mir produzierten Video. Ja, und damit schauen wir auch nochmal auf die Gesamtwertung. Ganz vorne, ja, Raikkonen vor Ricardo. Hülkenberg und Sainz auch noch vor uns, die beiden Renault-Piloten. Und wenn man sich die schnellsten Runden anschaut, ah, Ricardo war da extrem schnell. Ich weiß nicht warum, aber ich schaue auf jeden Fall auch nochmal auf die schnellsten Runden von Leuten wie, wo haben wir denn einen Lewis Hamilton vielleicht? 1:32,6. Ja, hätte ich vielleicht, ja doch, ist ganz gut. 6:17, Raikkonen hat auch eine 6:17. Interessant. Ja, da bin ich doch nur noch in Anführungszeichen. Gut, Vettel hatte frische Ultrasofts am Ende, glaube ich. Insofern, das kann man nicht so richtig vergleichen. Aber, 9 Zehntel entfernt von der Pace. Zumindest was die schnellste Runde angeht. Das klingt noch nach viel. Ich war heute, glaube ich, aber als ich angefangen habe, mit in Paul Ricard zu üben, bei über 2 Sekunden, die ich hinterhergehinkt bin. Und dafür ist das auf jeden Fall eine enorme Steigerung. Tja, und hier haben wir auch nochmal ganz kurz das Replay. Das lasse ich auch nochmal ablaufen, während ich hier die verabschiedenden Worte formuliere. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr nichts weiteres zu F1 2018 verpassen wollt. Lasst ein Abo da und wir sehen uns dann auch in vielen, vielen weiteren Gameplays. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr am Start wart. Hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. Und wenn ihr vielleicht auch Ideen habt, zu was es noch so Guides geben könnte von mir, ein paar Tutorials, sagt mir gerne Bescheid. Ansonsten, wenn ihr das Spiel vorbestellen mögt und sagt, ey, ich habe jetzt mega viel Bock auf das Game bekommen, das sieht richtig, richtig gut aus. In der Beschreibung findet ihr einen Link dazu, über den bekomme ich auch noch einen kleinen Teil der Provision ab von dem Verkauf. Also könnt ihr indirekt auch nochmal was für den Kanal hier tun. Und damit verabschiede ich mich von euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Bis zum nächsten Mal. Hier sehen wir nochmal mein sehr, sehr übermotiviertes Manöver. Ach du Schreck. Und da, ja, der Eriksson, der einfach ein bisschen Potato einfach reinfährt. Weiß nicht, was der wollte. Wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal bei F1. Haut rein.